Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Turn-On-Video. Heute wieder mit Mero und dem Alex und wir erzählen euch jetzt alles über das Neueste aus der Welt der Technik. Auf der hauseigenen Google-Entwicklerkonferenz Google I.O. 2018 in Kalifornien hat das Unternehmen jetzt neueste Features, zum Beispiel auch für Android 9.0p vorgestellt. Das stimmt. Und es war mal wieder ein Feuerwerk an tollen Dingen und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen. Mein persönliches Highlight tatsächlich, neue Stimmen beim Google Assistant. Und zwar gibt es da für die Amerikaner zumindest auch prominente Stimmen zu hören. Was in Deutschland da noch so auf uns zukommt, man weiß nicht, vielleicht kommt ja Til Schweiger. Versteht man ja noch weniger. Zum Beispiel. Aber um nochmal auf Google Android 9.0p zurückzukommen, Punkt, nicht nur Komma. Da gibt es jetzt auch bald die erste Beta sozusagen für einige User. Und diesmal nicht nur für Nexus-Geräte, sondern es gibt auch für ein paar andere Geräte jetzt schon das Ganze zum Download. Und alles, was an Features mit dabei sein sollte, wie zum Beispiel eine... Also es wird sehr viel Wert auf Intelligenz gelegt, wie beispielsweise eine intelligentere Akkuverwaltung, intelligentere App-Verwaltung. Ist alles noch im Beta-Status, klingt toll, schauen wir uns an. Sobald es fertig ist, werden wir darüber im Detail euch unterrichten. Wer hätte das gedacht, wir alle werden älter, auch Dinge werden älter. So jetzt auch das 20-jährige Jubiläum beim iMac. Genau. Und zwar ist es nicht das iPhone und es ist auch nicht der iPod, die Apple damals vor dem ziemlich sicheren Untergang gerettet haben, sondern es war der iMac. Der erste All-in-One-Computer, der auch sexy auf einem Tisch präsentiert werden konnte. So war es zumindest damals. Also im Gegensatz zu den klobigen Desktop-Rechnern von IBM, HP und wie sie damals alle hießen, war das, so wie ihr es da sehen könnt, die erste All-in-One-Lösung für nicht nur Nerds, sondern für den ganz normalen Menschen nach Hause. Ja, dabei war das Ding gar nicht jetzt besonders leistungsfähig oder so. Es war einfach ein gutes, kompaktes Gerät. Es hatte USB erstmals irgendwie durchgängig irgendwie als Anschluss verbaut, was damals noch nicht sehr gängig war und kostete 3000 D-Mark. Vor allem Maus war auch immer eine große Sache. Maus mit einem Knopf. Stimmt. Oh Gott, so. Ja. Und ich bin damals eingestiegen mit dem weißen iMac, beziehungsweise noch Power-PC-Architektur. Es lief, obwohl der schmalen Leistung lief trotzdem alles gut. Aber mit dem heutigen Design haben ja die alten eigentlich gar nichts mehr gemein. Einzige, was gleich geblieben ist, das ist der Bildschirm vorne und der PC hinten. Und der Sound, wenn du das Ding anmachst? Mittlerweile auch nicht mehr. Nee? Nee, mittlerweile auch nicht mehr. Ich mache meinen so selten an und aus, der ist immer... Man darf aber gespannt sein, was in Zukunft noch kommen mag. Zumindest, es ist tatsächlich ein denkwürdiger Moment, denn das hat der ganzen Industrie schon sehr viel gegeben. Nachdem das Windows Creators Update vom April verschoben wurde, ist jetzt endlich der Rollout losgegangen und man kann es sich auf seinen PC laden. Für allejenigen, die manchmal Zweifel daran haben und nicht wissen, ob deren PC auch mit dem Update versorgt wird, doch, keine Sorge, aber so ein Rollout findet halt nicht immer im gleichen Moment für alle statt, sondern je nachdem, wie eure Einstellungen auch sind, beziehungsweise wie ihr sonst so euch update-technisch verhaltet, kommt das nach und nach. Genau, es gibt auch eine Möglichkeit, das manuell runterzuladen. Findet ihr natürlich auch auf turn-on.de, wie das geht. Ansonsten, was bringt das Ganze? Bisschen Updates im Fluent Design, Time Machine Verschnitt. Und sonst macht es alles besser, was sonst schon ganz gut war. Stabil. Es ist halt Windows. Komm, sind wir ehrlich, es kommen regelmäßig Updates raus. Die einen funktionieren besser, die anderen weniger gut. Aber die Hauptsache ist, dass das Basic-System funktioniert, dass man damit gut zocken kann. Und was man halt sonst noch so macht. Word benutzen? Was macht man sonst so mit Windows außer zocken? Tja, vielleicht. Vor kurzem haben wir uns noch über Battle Royale Spiele unterhalten und jetzt kommt auch noch das nächste dicke Ding für ein Battle Royale Spiel, in dem Falle für Fortnite, und zwar ein Update, ganz im Sinne von Avengers Infinity. Infinity War heißt das Ganze. Ach so, ich hab's noch nicht gesehen. Was? Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass Thanos, der große Bösewicht, in Fortnite jetzt Einzug hält. Ein Spieler kann quasi den Infinity-Handschuh finden und dann die große Macht von Thanos für sich beanspruchen. Es ist wohl so, dass die Regisseure von Avengers Infinity War, die Russo Brothers, in den Pausen bei der Post-Production angeblich immer Fortnite gezockt haben und wollten das dann unbedingt machen. Ich halte es für einen PR-Schnack, aber naja. Das heißt, du kriegst den Handschuh, ich habe auch nur Videos gesehen, du kriegst den Handschuh und machst dann... Ja, du hast verschiedene Möglichkeiten, also kannst du krass springen und alles platt machen und so. Ja. Was ich viel interessanter an der ganzen Sache finde, ist, jetzt ist diese Tür aufgestoßen, Fortnite hat mit Disney diese Co-op gemacht. Wenn der nächste Star Wars Film kommt, rate mal, was dann bestimmt passiert. Ob das auch mit anderen Filmen dann ging? Es geht alles, Fortnite kann alles machen jetzt. Alles.
Fast jeder Mensch hat heutzutage ein Smartphone. Wer hat noch kein Smartphone? Dein Hund. Moxie ist ein Startup, was jetzt das Ganze ändern möchte und auch Smartphones für Hunde anbietet. Abgesehen von dieser unglaublich schlechten Produktpräsentation, die mich nicht dazu verleitet zu kaufen, sondern eher die Leute anzuzeigen, weil sie meine Augen beleidigt haben, ist die Idee nichts Neues. Es gibt solche Überwachungsdinger fürs Geschirr, für den Hundeband, GPS oder Bewegtbildform schon ein bisschen länger. Nur jetzt gibt es ein ganz neues Feature, das dafür sorgt, dass das Videosignal automatisch auf euer Telefon per Skype, FaceTime, weiß der Geier gesendet wird, indem der Hund bellt. Genau, man kann einstellen, wenn der Hund lange oder laut oder wie auch immer man das möchte, bellt, geht automatisch die Verbindung auf und es entsteht eine Art Videoverbindung zwischen Mensch und Tier, wobei das Tier natürlich eigentlich nichts sieht, aber gut, man kann trotzdem winken. Genau, man kann dann halt auch beruhigend auf das Tier einwirken, man kann auch alle Clips bei Instagram etc. direkt teilen. Geil. Super. Geil. Also wenn die Tierliebe ins Unermessliche geht, dann kauft man sich sowas. Anscheinend. Gibt es, wie gesagt, bei Kickstarter. Was es noch so alles Interessantes bei Kickstarter gibt, findet ihr natürlich auf terminuson.de. Aber wenn ihr Ideen habt, was wir mal zeigen sollten aus der Richtung, dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Ihr schreibt gerne. Ihr schreibt viel. Ihr schreibt sehr viel. Stetig.